Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Wie ihr schon seht, haben wir hier eine Fläche. Und wir gehen jetzt einfach mal gerade kurz zum Zimmermann. Meine Stimme hört sich, glaube ich, gerade ein bisschen scheiße an. Ist auch nicht. Hallo Julian. Wie du bereits gesehen hast, habe ich eine Ebene dort, wo das alte Nahrungsmittelgebäude war. Errichtet, habe ich vergessen zu lesen. Dort kannst du ein Rathaus errichten, habe ich mir gedacht. Und neben meinem Haus kannst du einen Park bauen. Ich wollte den eigentlich neben dem neuen Haus, wo bald schon einige Bewohner einziehen, bauen. Aber dort wächst etwas aus dem Boden. Schau es dir doch einfach mal an. Okay, da soll irgendwas aus dem Boden wachsen. Gucken wir uns mal kurz an. Jo. Gut, das sieht irgendwie aus wie ein etwas dicker Baum, der in die Richtung da wächst. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Und das hier sieht auch ganz gut aus. Und hier soll ich dann den Park errichten. Okay. Ja, das hier muss ich mal beobachten. Oh, und die Wasserfälle sind alle weg. Lol, ist da nur so ein kleiner See vor ihr, war ihr alles voll. Er scheint tatsächlich da in die Richtung zu wachsen. Ich meine, ich habe mal eine Nachricht bekommen, dass ich den Berg nicht abtragen soll. Vielleicht hat das irgendeinen Zusammenhang damit. Aber dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter. Ich muss euch gleich noch etwas zeigen. Mir ist ein Chunk reingekracht. Ist jetzt nicht so dramatisch, hat jetzt nichts Wichtiges getroffen, aber. Naja. Gut, cool, dann gehen wir mal zu Sieg und Lili. Oh, und er hat neue Sachen im Inventar. Dafür brauche ich allerdings mehr Eisen, weil das hier ist das mit dem ME-System. Das brauchen wir alles. Dann hat er hier. So, der hat jetzt Quarzblock für zwei verschiedene Preise drin. Für den Fall, dass man keine Emeralds hat. Okay. Ja, wir müssen mal kurz hoch dann. Dann kann ich das also auch mit dem Chunk-Fehler zeigen. Oh, guck mal. Kleine Schweini. So, und der Weg, da geht es ja auch weiter. Oh, das hier habe ich auch noch gar nicht gesehen. Der hat ja so eine Trennmauer gemacht. Jo, aber den gucken wir uns an. Sobald hier Tag ist. Hier ist der Chunk reingekracht. So schlimm ist es gar nicht, weil hier gibt es immer noch den Weg. Den habe ich gerade eben mal rasch neu errichtet. Und hier kommt man dann wieder auf die Treppe nach oben. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich die World safen. Das ist passiert, weil mir gestern mein PC mit einer Aufnahme abgeschmiert ist. Und ja.
wäre ich beinahe jetzt so weit hoch. Ah ja, mein Haus muss ich euch ja auch noch zeigen. Wieso wird hier nichts mehr weitergegeben? Oh fuck. Jo, wahrscheinlich. Der hat hier so viel gefarmt, dass die Kiste voll ist und deswegen die Produktion abgekackt ist. Alter. Krass. Dann packen wir mal all unsere Sachen erstmal hier rein. Machen dann Schritt für Schritt das Ganze. Jo, also Eisenrüstung werden wir auf jeden Fall holen. Ich meine, das hier ist schon das Deckeisen. Zweiter Stack. Oh, dritter Stack. So, jetzt habe ich fast vier Stacks Eisen. Achtundvierzig Diamanten habe ich hier drin. Yo! Mehr als ein Stack Emeralds. Also gut, Probleme werden wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr bekommen. Da hinten springt auch schon die Cobblestone-Produktion wieder an. Okay, Alter, krass. Yo, Yo, jetzt habe ich fast fünf Stack Eisen. So, und jetzt. Okay, ich muss mal gerade eben gucken, wie mache ich eine Ranch. Roter Farbstoff, dafür brauche ich Blume. Pulverizer. Rote Beete. Gut, in Ordnung. Dafür müssen wir jetzt mal gerade eben nochmal runter. Ah ja, ich habe übrigens Alexa Skin, weil ich kein Internet mehr. Fuck.
Scheiße. Ja gut, das mit dem Runtergehen hat sich jetzt gerade erledigt. Mache ich dann zur nächsten Folge hin. Beziehungsweise da habe ich den roten Farbstoff schon. Ja, also das hier finde ich einfach echt krass, wie viel wir hier erfarmt haben. Oh. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Kohleblöcke reingetan habe. Darum werden die nie leer, weil die sich immer automatisch wieder auffüllen. Ich dachte schon, ich hätte hier eine unendliche Energiequelle. Jo, also das hier ist echt viel. Ruhe ich allein mal hier das Lapis Lazuli an. Hier haben wir jetzt über ein Stack Dias. Das heißt, wir machen uns mal erstmal eine Dia-Rüstung dann. Easy. So. Möglicherweise muss ich das dann sogar noch an eine zweite Kiste anschließen. Der kommt schon gar nicht mehr nach, das wieder in die Kiste zu tun. Und den schalten wir mal gerade eben aus, damit die hinterherkommen überhaupt. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir runterkommen. Na gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.